Und wenn ihr Mann stirbt, darüber nachzudenken, ob es nicht vielleicht besser ist, dass ich mir das Licht aus den Augen halte. Also das Theater Natur 2017 steht unter dem ganz spannenden Motto Verhext. Das heißt, wir werden uns in diesem Jahr mit der Galionsfigur des Harzes beschäftigen, nämlich den Hexen. Was uns dieses Jahr speziell interessiert hat, ist, was für eine Furcht und was für eine Hysterie diese Hexen im Mittelalter ausgelöst haben. Und es war uns auch ganz wichtig, wieder Parallelen zur heutigen Zeit herzustellen. Gerade im Hinblick auf die Flüchtlingskrise, dass sozusagen Fremde hier nach Deutschland kommen, um Hilfe bitten und sozusagen die Bevölkerung diese Fremden mit Argwohn betrachtet. Ja, wir sind auf jeden Fall super gestartet. Wir hatten ein ganz tolles Premierenwochenende schon. Der Kulturstaatssekretär des Landes Sachsen-Anhalt, Dr. Gunnar Schellenberger, war da. Wir hatten eine ausverkaufte Premiere im Schatten der Hexen. Das war toll, die Waldbühne mal wieder richtig, richtig bis zum letzten Platz gefüllt zu sehen. Das freut mich natürlich und das gibt natürlich auch Hoffnung für die Zukunft, dass wir eigentlich im dritten Jahr schon sagen können, dass sich das Theater Naturfestival in der Kulturlandschaft Sachsen-Anhalts, Thüringens und Niedersachsens etabliert hat. Ich glaube, was es hier so individuell macht, ist, dass wir hier ein Repertoire-Theater stemmen. Das heißt, wir bieten Orchestermusik. Wir hatten das Braunschweiger Staatsorchester hier. Wir bieten Hexenjagd, was klassisches Schauspiel ist. Tituba, sieh mich an, komm, sieh mich an. Du möchtest ein guter Bürger sein, nicht wahr? Nicht wahr, Tituba? Ja, guter Bürger, guter Bürger! Wir bieten Im Schatten der Hexen, was sehr musiklastig auch war, also so ein bisschen Richtung Musiksprechtheater geht. Wir hatten Ballett hier auf der Bühne. Theater, haben Workshops angeboten und haben hier im Prinzip wirklich für 12 Tage ein kleines Stadttheater imitiert. Also wir sind auf jeden Fall größer geworden. Wir sind auch länger geworden, es sind 2 Tage länger. Es gibt auch fast doppelt so viele Veranstaltungen wie letztes Jahr. Und das ist einfach nur leistbar, indem man ein Team zusammenstellt, auf das man sich verlassen kann. Es ist ein größeres Team, es gibt mehr Mitarbeiter. Wir sind ungefähr 50 Leute, die in der Orga und auf der Bühne, also hinter der Bühne, vor der Bühne, mitwirken. Und das ist natürlich auch nochmal ein Schritt weiter im Gegensatz zum letzten Jahr. Also mein Name ist Hannes Hartmann. Ich bin vom Beruf Bühne- und Kostümbildner für Theater und Film. Wie man ja hinter mir im Hintergrund sieht, ist es einfach ein ziemlich spezieller Ort. Es ist einfach eine ziemlich tolle Bühne mit einem sehr schönen Zuschauerraumverhältnis. Also es passen knapp 450 Leute rein. Und es macht einfach Spaß, tatsächlich hier wirklich im Wald, in der Natur zu arbeiten. Also ich bin der Simon, ich bin der Bühnenbildner für Im Schatten der Hexen. Und ich mache mit dem Hannes zusammen wie die letzten Jahre auch schon die Geländegestaltung. Na, das Schöne, aber natürlich auch manchmal nicht so Schöne, ist eben, dass man draußen ist, dass man im Wald ist, dass man kein Dach über dem Kopf hat. So wie jetzt muss man halt mit dem Regen irgendwie umgehen, aber das hat ja auch was. Also, weil normalerweise ist man beim Theater halt in geschlossenen Räumen, fensterlos, im Sommer ist es meistens noch stickig, es ist dunkel und hier ist man tatsächlich den ganzen Tag einfach mitten im Wald an der frischen Luft und das ist schon sehr schön. Eine Besonderheit ist, dass es permanent regnet. Und auch das ist was so das Team ein bisschen zusammenschweißt tatsächlich. Die Verzweiflung am Wetter. Es geht dabei los, dass wir irgendwann ein Treffen haben, meistens hier in Bennigenstein, wo erstmal eine Ideensammlung stattfindet. Wir analysieren, was ist machbar, was brauchen wir, was können wir stemmen, was funktioniert aus technischen Gründen zum Beispiel nicht. Das kriegt man eigentlich immer auf einen Nenner und dann setze ich mich mit Jonathan zusammen, der fürs Licht verantwortlich ist und wir arbeiten ein System aus, was vor allem auch für mehrere Inszenierungen, wir haben ja ein großes, breit gefächertes Programm hier, was einfach möglichst
universell einsetzbar ist. Wann haben wir angefangen? Zwei Wochen vorher? Zwei Wochen vorher sind wir hier angereist mit dem gesamten Material, haben eingerichtet ein paar Tage und sind dann in die Proben vor Ort eingestiegen mit den Künstlern auf der Bühne und haben die Stücke Schritt für Schritt erarbeitet, lichttechnisch, tontechnisch und visuell. Also vor dem Festival unterstütze ich die Kostümbildner, helfe ihnen eben Dinge zu organisieren. Teilweise helfe ich bei der Kostümfindung noch mit und gucke, dass vor allem jetzt während dem Festival immer die Garderoben hergerichtet sind und dass die Schauspieler soweit wie möglich entspannen können und nicht über das Kostüm nachdenken. Die Vorbereitung vom Festival ist für mich vor allem erstmal, die ganzen Wohnungen für die Künstler zu besorgen, alle vernünftig unterzubringen, sich Abläufe zu überlegen, wie organisieren wir das Festival, wer hat welche Aufgabenbereiche und dann am Ende festzustellen, dass trotzdem jeder überall mit anpacken muss. Als erste Produktion haben wir uns einen Roman ausgesucht, eine Halberstädter Autorin, also auch wieder einen lokalen Bezug, der sich Im Schatten der Hexen nennt. Und ich bin tatsächlich über meine Familie darüber gestoßen, die diesen Roman liebt und die mich immer wieder in den letzten Jahren darauf hingewiesen hat, kann man das nicht mal beim Theater Natur Festival präsentieren und produzieren. Und ich habe die Autorin getroffen, die Frau Huttowitz, und da bin ich gleich auf offene Ohren gestoßen. Die fand die Idee toll, gerade die Uraufführung ihres Erstlingsromans auf einer Waldbühne stattfinden zu lassen. Habe dann die Regisseurin Clara Hinterberger gefragt, die gleich ganz begeistert war und sich diesem Thema angenommen hat. Bei der Arbeit finde ich das Spannende, dass es ja diese Romanvorlage gibt, die irgendwie Science Fiction ist, und ich habe wenig irgendwie so Science Fiction Kram im Theater gearbeitet und hatte das Gefühl, dass Clara Hinterberger, die Regisseurin, in der Arbeit ganz cool so intermedial gearbeitet hat mit dieser Videoprojektion und dann halt auch noch mit Tanz, und ich habe das Gefühl, dass, glaube ich, diese Essenz von diesem Buch ganz gut durch diese Vielschichtigkeit von verschiedenen künstlerischen Formen oder so erzählt werden konnte auf der Bühne. Und dann ist es so dieses fette Spektakel geworden, und ich glaube, es macht so einen sehr viel Spaß. So wie das Buch, glaube ich, auch eher funktioniert, über auch Absurdität oder so. Es kann doch nicht sein, Frau Hoffmann. Sie wollen mir erzählen, dass die Karten etwas mit den verschwundenen Kindern zu tun haben. Ja, ich habe es seit 10 Jahren. Im Laufe des gestrigen Abends wurden 56 Personen mit teils lebensgefährlichen Verwicklungen in Erfahrung gebracht. Nicht vergessen. Er griff nach dem Papier. Diese Zahlen, von allen Dingen, die ich richtig vergedeutet habe. Auf die lang erwartete Liste mit dem Verwicklungen. Die Zeit irgendwie abgelaufen zu sein. Und diese Art von Hexen oder Dämonen. Wer hat mir davon erzählt? Eine Kartenlegerin. Anita hat mich auf sie aufmerksam gemacht. Auf ihren Karten waren die Symbole, die wir an den Tatorten fanden. Ich bin Helena und ich bin Schauspielerin in Hexenjagd. Ja, also ich studiere gerade noch und habe jetzt mein erstes Jahr erst abgeschlossen und habe vorher immer nur in geschlossenen Theaterräumen gespielt. Und dann so ein offener Raum mitten im Wald ist natürlich schwierig, aber das macht auch total viel Spaß, weil man auf ganz andere Sachen achten muss. Also man hat halt zum Beispiel, wenn dann der Wind kommt, dann merkt man das. Wenn man halt im Theater irgendwie, in einem Staatstheater auf der Bühne steht, da ist der Wind immer nur aus der Dose oder der Regen. Und hier regnet es halt richtig. Und man kann nichts dagegen tun und niemand kann es abschalten. Und das ist schon irgendwie cool. Das macht schon was mit einem. Und es ist eine ganz andere Art von Theater. Für mich war es auch wirklich eine Grenzerfahrung. Also ich bin auch über eine Grenze gekommen. Also nicht nur eine Grenze entlang geschlittert, sondern ich musste über eine Grenze gehen und ich habe es auch gemacht. Und ich bin sehr stolz, dass ich es geschafft habe und dass ich gesund geblieben bin. Aber das war was. Das glaubt einem nicht so schnell jemand, wenn man das erzählt. So. Also eigentlich gab es die Idee, die Hexenjagd auf die Waldbühne Mennickenstein zu bringen, schon bevor es das Thema gab. Und deswegen hat sich das ganz gut ergänzt, dass wir dieses Jahr das Thema verhext haben, weil ich mich als Regisseur mit diesem Stück unbedingt auseinandersetzen wollte, weil es gerade in der Hexenjagd um ganz aktuelle Themen geht. Zum einen um die Angst vor dem Fremden, die Hysterie, die das auslöst, und auch die Denunzierung von dieser Bevölkerungsgruppe. Also mit all dem, was hier natürlich speziell hinpasst, merkt man ja tatsächlich, ja gut, das ist hier richtig aufgehoben und dementsprechend auch natürlich clever gewählt. Und man hat auch das Gefühl, dass es die Leute
dementsprechend hierher zieht. Man kann sich dann, wenn man so ein bisschen wacher dafür ist, sich sehr gut vorstellen, wie so Sagen einfach hier auch entstehen in der Region. Weil es schon zwischendurch echt gespenstisch ist, auch wenn man hier einfach dann, das ist ja kein Nebel, man steht hier einfach in der Wolke. So. Und die Geräusche aus dem Wald nimmt man ja auch nochmal besser wahr, wenn hier sonst so wenig Geräusche sind eigentlich so. Und das, ja, das passt zum Harz, finde ich. Und zusätzlich ist natürlich in unserer Arbeit jetzt hier spannend gewesen, was kann man denn aus diesem Hexenthema rausholen? Also womit ist das vergleichbar heutzutage? Und so passt das natürlich auch in entlegenere Gegenden. Also wie gehen Menschen, die vielleicht sogar ein bisschen abgeschnittener wohnen, mit Fremdartigen um? Und das kann man mit der Thematik ganz gut rausschälen und einfach auch so eine Hysterie, die momentan natürlich auch hin und wieder herrscht, ganz gut in den Mittelpunkt ziehen. Und die Peitsche! Will John Proctor! Hey, ich komme irgendjemand, das sind diese Kinder! Er möchte kein Wort von Ihnen hören, ey! Dieses Jahr ist das renommierte Staatsorchester Braunschweig bei uns zu Gast, worauf ich mich sehr freue, weil die ja sonst auch auf großen Bühnen eigentlich spielen. Und ich freue mich da sehr, dass sie sich bereit erklärt haben, auf der kleinen Waldbühne im Harz in voller Besetzung ein Konzert zu spielen. Und dass das sozusagen ins Freie transportiert wird. Und dort stattfindet auf der Waldbühne mit allen Geräuschen, die dann auch abends im Wald vorhanden sind. Das bietet dem Ganzen natürlich nochmal eine besondere Atmosphäre. Um sozusagen unser Programm abzurunden, haben wir natürlich dieses Jahr auch wieder geguckt, was kann man noch an verschiedenen Produktionen einladen von außerhalb. Da sind wir schnell darauf gekommen, dass es doch ein interessantes Thema wäre, das Thema Hexen mit Tanz zu verbinden. Also wie kann man das Thema Hexen mit Ballett oder mit Tanz ausdrücken. Bin dann auf einen alten Bekannten gestoßen, den Jorge Garcia, hab den kontaktiert. Der hat vor 3 Jahren schon mal was auf der Waldbühne präsentiert. Ist ein sehr talentierter Tänzer und junger Choreograf aus Basel. Und der hat dort seit 2 Jahren eine kleine Company gegründet mit anderen Solisten vom Basler Ballett. Und die haben sich bereit erklärt, zum Thema Hexen ein Ballettgala zu präsentieren, die den Namen Hextet bekommen hat. Und diese spannende Ballettgala Hextet zeigen wir auf der Waldbühne. It's a very special feeling because you are here in the middle of nowhere, very quiet. The scenery is so impressive. So we love to be here. Natürlich haben wir wieder auch was für Kinder. Es gibt ein Puppenspiel einer Berliner Company Handmaids, die kleine Hexe von Ottfried Preußler.
Es freut mich sehr, dass die für 5 Vorstellungen hier nach Benningenstein kommt. Und was auch ganz spannend ist, damit die Kids nicht nur zu uns kommen zum Gucken, gibt es einen Workshop im Anschluss an die Vorstellung. Also da geht es um Basteln, da geht es selber um Ausprobieren, selbst spielen, vielleicht in eine Rolle schlüpfen, wie bastelt man eine Puppe. Das wird Thema sein. Das ist für die Kids, glaube ich, auch ganz spannend. Was das Event für mich besonders macht, ist einfach mitzubekommen, wie das immer noch diese ganzen Einwohner vom Harz total fasziniert, dass Schauspieler hier sind und diese Gelegenheit haben, Theater zu sehen. Das ist einfach nur dieser, wie ich schon gesagt habe, der Funken bei den Zuschauern in den Augen. Denn man kommt da auf die Bühne, man spielt etwas und die sind fasziniert. Die haben ein Lächeln im Gesicht. Später auch, wenn das alles dann vorbei ist, kommen die einfach, sind total begeistert und wollen ein Autogramm von dir. Und ich habe noch nie in meinem Leben ein Autogramm gegeben. Und das ist für mich der totale Zauber. Magisch ist für mich, das Publikum völlig aus dem Alltag rauszureißen und in eine Situation zu versetzen, wo sie einfach gebannt der Inszenierung folgen können, völlig aus ihrem eigenen Leben raustreten können und einfach diese Stücke, diese Inszenierung, die wir hier natürlich umsetzen, auch einfach genießen können und sich verzaubern lassen. Insbesondere bei Schatten der Hexen war es eigentlich magisch, mitzuhelfen, diese Charaktere zu entwickeln und zu sehen, wie die Schauspieler auf einmal einen anderen Charakter hatten oder auf einmal eine ganz andere Figur waren. Dass sie vielleicht eher organisch waren als eine wirkliche lebendige Person, wie man sie auf der Straße sehen würde. Ich glaube, bei so einem Festival, was es noch gar nicht so lange gibt, finde ich irgendwie das Spannende oder das Magische, glaube ich, immer die verschiedenen Leute, die die ganze Zeit auf eine andere Art zusammenarbeiten, glaube ich. Es ist irgendwie immer ein bisschen kollektiver bei solchen Festivals, wo man so anderen Umständen ausgesetzt ist und dass sich so alle darauf einstellen und so zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Das ist, glaube ich, für mich so das Magische. Ja, magisch ist für mich einfach das Zusammenspiel zwischen Technik und Darsteller und dem Publikum, dass man einfach wie eine Einheit findet, dass alles auf den Punkt funktioniert, dass alles, was geplant ist, exakt so ausgeführt wird und dass ja quasi das Zusammenspiel so funktioniert, dass es einfach, wie Elias schon gesagt hat, wie in eine andere Welt einfach man entführt wird. Magic for me is what you basically saw today, no? Is to put an evening together, I think, to just express yourself and make something happen with what your passion is, no? Nachhinein blickt man auch drauf zurück und denkt sich, krass, wir haben irgendwie ganz schön viel geschaffen, so aus dem Nichts raus in diesen 8 Wochen und das ist schon beeindruckend. Wir schweißen hier zusammen und ob Regisseur oder Assistent oder Schauspieler, es ist wie eine Familie. Und ich bin echt froh, hier dabei zu sein, als noch der Kleine, der was lernen darf bei diesem großartigen Event. So sage ich es mal. Das Team in diesem Festival ist das vielleicht zauberhafteste, was es auf der ganzen Welt gibt. Ich würde sagen, wir haben es gerockt. Und freuen uns auf nächstes Jahr. So wird's. Also ich freue mich, mit Ihnen gemeinsam das erleben zu dürfen und kann nur sagen, sprechen Sie darüber, dass die anderen noch wissen, was sie dann hier erwartet. Ich denke, es wird ein kulturelles Highlight und damit wünsche ich uns allen viel Spaß. Danke. Das waren also nur 3 Jahre. 3 Jahre von Moos und Gras hier auf der Waldbühne, dass sie zuwächst, bis hin zu einem Theaterfestival mit ausverkauften Vorstellungen. Das ist eine unwahrscheinliche Leistung. Ihnen allen viel Spaß und hoffentlich Wiedersehen im nächsten Jahr. Schönen Abend noch. Kommt vorbei, es ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Theater. Allein von der Atmosphäre her und vom Publikum her und auch mit der Energie, die durch uns entsteht. Weil die auch speziell ist, weil alle auch... Das ist eine besondere Nummer hier. Wow, this festival I really recommend and I really push people to support this festival and to come here and see this because this is unique. Das ist ganz bestimmt.
Also ich fand es sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass mich ein Theaterstück so fesselt. Super Schauspieler. Respekt an alle Schauspieler, ans Bühnenbild, an die Inszenierung, wirklich gut. Ich saß nicht mehr gemütlich, sondern ich saß vorne auf der Kante, damit ich ja kein Wort mehr entgeht. Die das Verbindung. Zusammenspiel von allem, genau. Dass überall was los war, dass man ringsrum gucken konnte, überall war was los. Was man im Wald so machen kann und wie man die Leute festhalten kann, faszinierend. Ja, ich fand das sehr mystisch, sehr schön. Mit so wenig Mitteln, das so eindrucksvoll hinzukriegen, das war fantastisch. Also für mich war es genial. Der Soundtrack, fand ich genial. Also es war wirklich eine tolle Sache. Toll inszeniert von den Schauspielern. Also die war einfach gut. Es ist einfach eine Reise wert. Kultur liegt mir am Herzen, ist eine Sache, die alle angeht und ja, Freude bringt im Leben. Und gerade junge Leute, die Kultur schaffen und ihr Herzblut dafür geben, die kann man nur unterstützen.